Hallo! Hallo! Wir haben uns endlich entschieden, beziehungsweise Jenny hat mich endlich dazu gedrängelt, eigentlich nicht, ja. Dieses endlich streichen wir komplett, sie hat mich dazu gedrängelt, dass wir jetzt endlich, wieder endlich, dieses FAQ beantworten. Ja, er war faul. Ja, ich wollte, also ich habe gesagt, machen wir in 2-3 Stunden, weil ich habe gerade erst gefrühstückt, mein Kaffee hinter mir und ich brauche dann erstmal so, um in Fahrt zu kommen. Er ist ein absoluter Morgenmuffel. Muffel würde ich nicht sagen. Ich bin einfach nur bequem. Ich bin so ein Morgen-Chiller. Er ist ein totaler Chiller. Puh. Ja, jedenfalls haben wir uns gedacht, gestern ist ja abgelaufen. Gestern war der 19. September und ihr durftet uns bis zum 19. September Fragen stellen. Das habt ihr auch fleißig gemacht. Ja, es sind richtig viele geworden. Ja. Und wir haben auch ein paar ausgefiltert, einfach weil es zu viele waren. Und auch viele von diesen Filmfragen und so, weil wir eben jetzt Spinner und so freilaufende Spinner nicht unbedingt als Filmkanal ansehen und von daher haben wir die Filmfragen auch ein bisschen gekürzt. Was wollte ich? Ach ja, es gab natürlich auch was zu gewinnen, aber wir haben uns gedacht, dann machen wir noch ein kleines Extra-Video im Anschluss, weil das wird sonst zu lang. Das hier wird wahrscheinlich jetzt auch eine Stunde oder so gehen. Mal gucken, ob ich daraus 2 Teile mache oder ob wir das Ganze tatsächlich in einem rauskloppen. Wir werden es mal sehen. Ja, jedenfalls haben wir uns alle Fragen notiert, die da gekommen sind und legen mal los. Ne? Oder hast du noch irgendwas zu erzählen? Nein, das war schon eine super Einleitung und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Wir sitzen hier so ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht wieder wegen Hintergrund so ein bisschen überbeleuchtet. Also ja, meine Wohnung ist so ein bisschen schwierig. Ja, wir finden hier nie so richtig den Platz, wo wir uns bequem hinhocken können. Und ich bin heute ganz gemütlich, so mit Kuschelpullover, deswegen bin ich jetzt hier so dickhaarig, aber das ist nicht schlimm. Ich bin auch haarig. Ja, also fangen wir mal an, sonst wird das super lang. Das wird sowieso super lang. Ja. Und die erste Frage ist direkt eine Filmfrage. Und zwar von... Das kann eher er beantworten, würde ich sagen. Von? Ansgar Rules. Ja. Welchen Regisseur oder sonst Filmschaffenden würdet ihr gerne einmal in einem persönlichen Gespräch kennenlernen? Ja, also ich kann gleich sagen, ich kenne nicht wirklich viele, von daher es gibt jetzt keinen, den ich irgendwie treffen wollen würde. Wenn ich durch Zufall mal einen treffen würde und ich würde ihn irgendwie kennen, dann wäre das ganz cool. Aber ansonsten habe ich jetzt keinen speziellen, wo ich irgendwie hinterher bin. Ich muss auch sagen, es gibt jetzt eigentlich keinen wirklich speziellen. Wobei, ich könnte jetzt sagen, John Carpenter, einfach nur, um ihn zu fragen, warum der sein Flair oder seine Hand für gute Filme verloren hat. Ne? Warum der Kerl nicht mal wieder vernünftige Filme macht, wie er es früher gemacht hat. Aber sonst fällt mir da jetzt auch nicht groß ein. Das würde er aber nicht gerne hören wollen in dem Moment. Aber der macht nur noch Scheiße. Ne? Der hat früher so gute Filme gemacht und ist alles, macht er nicht mehr. Leider. Hat sein Händchen dafür verloren. Ja. Ja, wir haben die Fragen zwar alle so kurz durchgefiltert, aber wir haben uns noch keine großen Gedanken gemacht über die Antworten. Es soll ja auch alles spontan sein. Jenny fragte mich heute Morgen schon, hast du dir eigentlich irgendwie Antworten überlegt? Nö. Ich auch nicht. Also, aber es soll ja spontan sein. Ihr wollt ja auch die ehrliche, ungefilterte Antwort haben. Ne? Und deswegen. Und die nächste Frage geht schon an mich. Von Music Up. Achso, Entschuldigung. Oh, ich habe einen übersprungen. Ja. Den Music Uploader 61. Oder 61. Du möchtest wissen, warum magst du Living Dead Dolls, Jenny? Ganz kurze Antwort. Ja, also bei den Püppi-Fragen, Puppen-Fragen hat er mir schon Verbot ausgesprochen, dass ich mich kurz halten soll. Du bist ja die Rede Stunden. Ne? Also, okay, ich versuche mich kurz zu halten. Also Living Dead Dolls mag ich, weil sie an bestimmten Horrorfilmen angelehnt sind oder an Mythen und Sagen, an Geisterwesen und so weiter. Das finde ich schon mal zum einen eine sehr gute Idee und zum anderen mag ich sowieso sehr gerne Puppen natürlich und das sind Horrorpuppen und da ich auch gerne Horror mag und Horrorpuppen, finde ich, ist das alles so in einer Puppe und von daher mag ich die Living Dead Dolls sehr gerne. Das ist eigentlich der Grund dafür, weil sie mir optisch sehr gut gefallen und die Idee dahinter einfach wirklich toll ist und es tolle Horrorpuppen sind. Ja, das ist die Antwort. Ja, und die nächsten Fragen kommen vom Movie Guy und am Namen erkennt man schon wahrscheinlich, es sind Filmfragen. Ja. Ja. Ja, okay. Und Serienfragen. Und Serien. Wie findest du die Serien Miami Vice, Akte X, Californication, Breaking Bad und True Detective? Wie findest du die Serien? Also ich kann nur zur Akte X was sagen und Akte X kenne ich halt noch von früher, aber
habe ich jetzt nicht wirklich so verfolgt, dass ich da jetzt groß was zu sagen kann. Das ist doch hier das mit Mulder und Scully, ne? Ja, fand ich immer ganz niedlich irgendwie. So. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht viele Serien davon gesehen. Ich kenne Miami Vice, bin ich natürlich mit aufgewachsen. Und Akte X habe ich teils verfolgt. Die Kinofilme fand ich ganz nett. Die Serie hat mich nicht so hundertprozentig angesprochen. Mich hat das immer genervt, dass Scully jedes Mal nicht dran geglaubt hat und Dingens Mulder mal bewiesen hat und so. Und weiß auch nicht. Irgendwie hat mir nicht so gefallen. Und Miami Vice fand ich früher eigentlich ganz nett. Californication, Breaking Bad, True Detective habe ich alle nicht gesehen. Ich wollte, da die Californication hat mich nicht interessiert, True Detective sagt mir ehrlich gesagt gerade nicht mal was. Und Breaking Bad, die wollte ich mir noch angucken. Also die werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja, Breaking Bad wird ja sehr gehypt. Das scheint ja sehr, sehr beliebt zu sein. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber bei Californication, das ist doch die, wo auch der aus Akte X mitspielt, der Hauptdarsteller, ne? Und ich mag den nicht. Deswegen habe ich mir die Serie nicht angeguckt. Na gut. Ja. Die nächste Frage. Hast du den Trailer zu James Bond 007 Spectre schon gesehen? Wie fandest du ihn? Freust du dich auf den Film? Da er immer du sagt, meint er wohl nur einen von uns. Ich denke mal ihn, weil er mit Filmen mehr anfangen kann, denke ich mal. Weil ich habe diesen Trailer nicht gesehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Achtung, jetzt hasst ihr mich. Ab jetzt werdet ihr mich hassen, aber ich mag James Bond nicht. Ich kann mit ihr keinen James Bond oder so gucken. Ich mag James. Also ich habe schon James Bond Filme gesehen, aber nein. Also ich mag James Bond Filme eigentlich sehr, wobei eigentlich am liebsten eben noch Sean Connery, Roger Moore, die alten Schleifen. Mit hier, wie heißt er? Daniel Craig. Kann ich als James Bond nicht so viel anfangen, aber ich mag die Filme mit ihm. Ihn als James Bond sehe ich eigentlich nicht gerne, aber wie gesagt, die Filme fand ich klasse. Und hier Spectre, Trailer hat mir gefallen, ist jetzt noch nicht so, dass es so wirklich geknallt hat, dass ich so heiß drauf bin. Aber ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ja, wie gesagt, ich kenne den Trailer nicht und hatte mich da auch nie für interessiert und ja. Die nächste Frage, wie findest du den Film Goodfellas? Mein Lieblingsfilm. Also sein Lieblingsfilm. Movie Guy. ich muss jetzt gestehen, ich kenne Goodfellas, ich weiß, dass ich den gut fand, aber das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann. Ich kenne ihn nicht. Kann ich also nichts mehr zu sagen. Also ich weiß nicht mal, was für ein Genre das ist. Mafia war das, ne? Okay, Mafia-Filme gucke ich sowieso gar nicht so. Und dann zur letzten Frage. Welcher ist dein Lieblingsregisseur? Hast du da einen? Oh, das wird bestimmt der Annabelle und so gemacht hat. Und genau. Conjuring und ja, Ang Lee war das. Nee, nicht Ang Lee. James Wan. James Wan war das, nicht Ang Lee. Den mag ich natürlich gerne, weil er eben Annabelle, der hat ja sogar Annabelle erfunden. Also der hat wirklich das Design zu ihr erfunden, deswegen liebe ich James Wan. Aber ansonsten würde ich auch noch sagen, vielleicht hier Tim Burton, weil der immer so schön so ein bisschen, ne? Und der hat auch der hat doch hier Frankenweenie gemacht, oder? Frankenweenie. Ja, dafür liebe ich ihn. Ich mag Frankenweenie. Ja. Ja, bei mir sind es auch. Ich müsste da jetzt echt überlegen erstmal. Aber sonst, ich mag eigentlich von den alten Hasen wie Brian De Palma, John Carpenter, also die alten Werke und so. Und da waren das immer so meine Lieblingsregisseure. Von den aktuelleren Regisseuren, keine Ahnung. Aber jetzt, wo du James Wan sagst, dann würde ich den gerne treffen. Jetzt zu der einen Frage. Ja, dann möchte ich James Wan treffen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, knutsch, knutsch. Ich glaube, ich würde ihn umarmen und knutschen und sagen, danke für Annabelle. Aber du willst nicht den Special-Effect-Menschen treffen, der Annabelle gemacht hat? Auch, den würde ich auch knutschen. Da haben wir nämlich gestern die Facebook-Seite von gefunden. Ja, den würde ich auch knutschen und umarmen. Ja. Ja. Erlaubst du mir doch, ne? Ja. Gut. Geht weiter. Geht weiter. Und zwar... Hier kommt Movie Rules und du hast uns ja mit tausenden von Fragen überschüttet. Ach, genau, und von Movie daher Rules, haben wir da auch einige Fragen gekürzt, weil das war echt heftig viel. Jo. Aber legen wir los. Okay, die erste Frage, wie seid ihr auf die jeweils andere Person aufmerksam geworden? Also, YouTube. YouTube. Ja, wirklich. Also wir beide machen ja schon etwas länger YouTube-Videos und wir sind dadurch eigentlich auf uns aufmerksam geworden. Ja, er hat meine Videos zum Teil geguckt und ich habe seine Videos sehr viel geguckt. Ja, ich habe Jennys Videos auch schon lange, bevor wir uns überhaupt kannten. Sie hatte damals noch einen anderen Kanal. Jenny Wonderland mit
eins in der Mitte und nicht eins am Ende. Und da hast du so verschiedene Sachen vorgestellt, auch Spiele und so. Ich weiß gar nicht, ob damals schon Puppen viel ja. Ja. Ich erinnere mich hauptsächlich an die Spiele. Vielleicht ja, ich habe sogar... Vielleicht habe ich die Puppenvideos weitergeklickt. Ja, vielleicht. Ich habe sogar einen Puppentag gemacht zu dem Zeitpunkt. Echt? Ja, ich habe einen Puppentag gemacht. Den erinnere ich mich nicht. Ja, den habe ich gemacht. Und da hatte ich mich sogar wie so eine Puppe verkleidet. Das hast du nicht gesehen? Echt? Oh, ja, ich habe... Wirklich, ich schwör's. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja, nur noch vielleicht damals. Hat ja Lollipop von Chainsaw euch Massaker wolltest du damals. Ja, da war ich auch. Lollipop Chainsaw, nicht Massaker. Chainsaw. Lollipop Chainsaw. Da war ich auch total, habe ich mich total drauf gefreut. Da habe ich auch sehr viele Videos zu. Da erinnere mich noch eben auf dem alten Kanal. Den hatte ich jedenfalls verfolgt. Ja. Und dann war Jenny eine Zeit lang verschwunden. Und irgendwie habe ich durch Zufall, weil irgendjemand ein Video geliked hat, mitgekriegt, dass er einen neuen Kanal hat. Und dann habe ich sie da erstmal weiterverfolgt. Ja, und da war es natürlich ein bisschen mehr mit Puppen noch, weil ich zu dem Zeitpunkt, gerade am Anfang meines neuen Kanals, dann auch G bekommen habe. Und da waren natürlich sehr viele Puppenvideos. Vielleicht sind sie dir deswegen vorher nicht aufgefallen, weil ich vorher halt auch nicht auf meinem alten Kanal nicht so regelmäßig Videos gemacht habe. Da habe ich so alle Monate, alle vier Wochen oder so mal höchstens was hochgeladen. Von daher kann ich viel. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen Puppentag gemacht und auch andere Puppenvideos mit Pull-ups. Ja. Und ich? Und du hast ja deine ganz normalen Kanäle gehabt. Ich habe sehr gerne hier Filmwelt-TV geschaut. Der das mochte ich später, sehr, sehr gern. Ja, den habe ich sehr gern geschaut, aber Ich packe aus habe ich auch schon sehr lange verfolgt zu dem Zeitpunkt. Da mochte ich immer ganz gerne. Ich kann mich noch an ein Video von ihm erinnern. Das fand ich irgendwie toll. Da ging es irgendwie um Weihnachten. Da hast du gesagt, dass du noch irgendwie ganz viel dekorieren musst und noch so viel zu tun hast und so. Das war so schön, schön gemütlich, das Video. Das fand ich richtig toll. Ja, und in Filmwelt-TV ist er mir einmal aufgefallen, da habe ich ihm ein Kompliment geschrieben unter seinem Video. Da habe ich gesagt, er hat ein ganz tolles Hemd an, das steht ihm total gut. Da fand ich ihn total nett und da weiß und so ich, kam da habe ich schon Gespräch. So ein bisschen, so kam er ins Gespräch und da habe ich schon so ein bisschen mit ihm geliebäugelt, muss ich sagen. Ja. Oh, ja. Und so sind wir und er wahrscheinlich auch mit mir ein bisschen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja. Nächste Frage. Ist Jenny beim Bearbeiten der Videos mit dabei oder macht sie es sogar selbst? Da kann ich sogar am Anfang schon was zu sagen. Ab und zu bin ich dabei, weil ich zufällig hier neben ihm sitze und halb penne, weil ich kann immer super schlafen, wenn er arbeitet. Aber er möchte mich gar nicht dabei haben, weil ich bin nämlich ein Nervbolzen. Ja, und deswegen mache ich auch immer auf Kopfhörer. Mach das weg, da habe ich ein schiefes Haar, das will ich nicht. Und deswegen hasst er es, wenn ich dabei bin. Von daher ist es besser für alle Beteiligten, wenn ich nicht dabei bin. Ja, ist und ich mache stressig. Es auch nicht selbst, weil er hat dieses Magix-Programm und ich kann mit diesem Magix-Programm überhaupt nicht umgehen. Ich habe mal versucht, ein eigenes Video von mir damit zu schneiden und ich kann es nicht. Also ich müsste mich da echt reinfuchsen. Also selbst machen tue ich es nicht, weil er es einfach auch besser kann. Also er ist der Schneidetechnik-Master. Also wenn ich es hier bei Jenny tatsächlich auch mal schneide, dann mache ich es wirklich nur über Kopfhörer und immer so ein bisschen. Hoffe immer, dass sie dann gerade mit irgendwas anderem beschäftigt ist. Er macht es eigentlich immer gern, wenn er zu Besuch ist bei mir, wenn ich auf Arbeit bin und ganz weg bin. Dann schneide ich die und dann kriege ich nachher das Donner. Was hast du denn da wieder gemacht? Ja, also ich bin da immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen mäkelig und es ist immer ganz gut, wenn ich nicht dabei bin und dann letztendlich nur das Endergebnis präsentiert bekomme und es dann letztendlich einfach akzeptieren muss, weil es jetzt schon fertig ist. Ja. Aber da ich ja Jennys Marotten so ein bisschen kenne, passe ich da im Vorfeld schon etwas auf. Ja. Ja, wie erstellt ihr diese tollen Thumbnails? Das macht auch er natürlich. Ja, einfach mit dem Grafikprogramm. Ne? Ich arbeite ja immer mit CorelDRAW und da bastel ich die halt zusammen. Ja, da macht er immer sehr... Da ist er eigentlich mittlerweile sogar schneller geworden. Früher hat er immer... Gutzi! Ja, früher hat... Ja, früher hat er immer sehr, sehr lange an so Thumbs gebastelt. Da hat er immer sich richtig Zeit genommen und so. Aber mittlerweile geht das schon so ein bisschen besser. Das nehme ich mir heute auch, aber früher... Früher habe ich öfter einen auf den Hintern gekriegt, deswegen musste ich mehr aufpassen. Weil er immer so, mittlerweile weil er ist immer sehr perfektionistisch. Mittlerweile ist Jenny da nicht mehr ganz so streng mit meinen Thumbnails. Ja. Und von daher... Er ist da immer sehr perfektionistisch. Also er übertreibt es manchmal ein wenig. Ja. Gut, nächste Frage. Wie alt ist Jenny eigentlich? Hast du das Geburtstagsvideo nicht geguckt? Ja, wir haben eben, schon zwei Geburtstagsvideos da, wo ich Annabelle bekommen habe. Zu einem ganz speziellen Geburtstag, zu einem runden Geburtstag habe ich Annabelle geschenkt bekommen von ihm. Und der runde Geburtstag war leider nicht 20. Nee, war... Ja, ich bin 30. Ich werde dieses Jahr tatsächlich sogar schon 31. Ja. Übernächsten Monat. Ja. Genau. Also ich bin 30. Fast 31. Ja, ja. Oh, jetzt kommt.
Welches von... Oh, wir hätten doch die Fragen vorher lesen sollen. Welches von euren Videos findet ihr am besten? Wir sind übrigens immer noch bei den Fragen von Movie Rules. Also da kommen noch einige. Ja, ja. Also jetzt von dem Spinner-Kanal. Ja, ja, natürlich. Ich mag das Fabrikvideo sehr gerne, wo wir da in der verbotenen, verlassenen alten Fabrik waren. Das mag ich sehr, sehr gern. Ich mag ganz sehr, sehr gern unsere Hohenseeburg-Videos, wo wir uns so quasi nochmal neu ineinander verliebt haben, wo wir auch unser Video gemacht haben, wie das mit uns so sich entwickelt hat und warum wir uns lieben und so weiter. Das mag ich sehr, sehr gern. Und dann haben wir in Hohenseeburg ja noch diese Städte gefunden mit den Buddhas ohne Köpfen und so. Schaut da nochmal rein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das war wirklich spannend. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss in den Buchs. Und ansonsten mag ich natürlich auch gerne unser allererstes Video auf dem Spinner-Kanal. Also zumindest unser erstes Spinner-Video, was wir gemacht haben, wo wir mit G im Wald waren. Das finde ich auch sehr schön. Also G ist meine BJD-Puppe, ja. Wo wir ein Fotoshooting gemacht haben. Für die, die es noch nicht wissen, was wer oder was G ist. Ihr merkt, Jenny hat sich die Videos besser eingeprägt. Jo. Ich schneide die ja nur. Was? Du musst doch eine persönliche Beziehung zu den Videos haben. Ja, in dem Moment, wo ich die schneide, ne, habe ich die. Oh, wir haben ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie viel sind das schon? Das sind auch schon, etliche Videos, die wir gemacht haben. Über 100 auf jeden Fall. Also, ich sehe natürlich auch vieles vom Schneiden her, zum Beispiel die Halloween-Videos, da habe ich mir am meisten Mühe gegeben mit dem Schneiden, die mag ich sehr. Die sehe ich auch immer noch sehr gerne, die Halloween-Videos. Ja, die sind lustig. Und auch hier dieses Fabrik-Video fand ich toll und dann Hohenseeburg-Videos fand ich auch cool. Auch wir haben ja Hohenseeburg, glaube ich, 3 oder 4 Videos gemacht. Das Aufwendigste ist eigentlich das letzte gewesen und das hat die wenigsten Klicks gehabt. Ja. Aber ist immer so, wo man sich am meisten Mühe gibt, die haben immer die wenigsten Klicks. Das haben wir ja auch bei den Halloween-Videos. Die sind leider auch nicht ganz so angeklickt worden. Aber es waren so die aufwendigsten Videos. Die mag ich sehr gerne. Und ich mag eben unsere lockeren Videos, wo wir so wandern. Ich mag zum Beispiel auch dieses, was wir vor kurzem hatten, wo wir da durch die Felder gewandert sind und den Strand gesucht haben. So diese ganz geschillten Videos mag ich eigentlich. Er mag immer gerne die Videos, wo es Sommer ist. Wo es sehr natürlich ist, wo es ein bisschen geschillt ist, wo ein bisschen auf uns, von uns, ne, drauf losplappern und so. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Ja. Ja. Aber mögen tun sie eigentlich alle. Aber da sind wirklich noch einige bei und... Ja, also ich muss ja sagen, mittlerweile ist mir der Kanal auch echt ans Herz gewachsen. Anfangs stand ich so ein bisschen auf Kriegsfuß noch mit dem Kanal, weil es ist halt immer eine Umgewöhnung, wenn man wirklich einen Kanal hat, wo man sich immer in sämtlichen Lebenslagen filmt und nicht immer gestylt vor der Kamera sitzt und das Ganze so ein bisschen echt wirkt oder wirken soll oder ist. Und da hatte ich anfangs ein bisschen Probleme mit, muss ich sagen. Das kann nicht jeder auf Anhieb. Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich wirklich sehr gut dran gewöhnt und bin jetzt auch mal so wie hier jetzt im Kuschelpulli vor euch und mach das, ja. Die nächste Frage darfst du lehnen, weil die ist nämlich an mich und die ist ganz lang. Ja, Frage an Andreas. Wird eines Tages eine Extended-Version von dem Sexy Ente Weihnachtsspecial kommen, bei dem noch die ganzen Splatter-Effekte mit dabei sind? Puh. Ach, das war jetzt die Frage. Das war schon die Frage. Bei dem noch die ganzen ist, ja. Nö. es war aber tatsächlich, ich habe tatsächlich das Weihnachtsspecial noch und das Halloween-Special von Sexy Ente. Da hatte ich schon mal überlegt, kleine Korrekturen vorzunehmen. Und ich meine, ich hätte die beiden auch nicht in Full HD hochgeladen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls waren da kleine Korrekturen, die ich mal vorgenommen haben wollte. Was ich gerne gemacht hätte, ist das alte Weihnachtsvideo auf Ich packe aus. Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit 3 Typen? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Aber das jedenfalls, das habe ich ja damals noch mit einer super schlechten Kamera umgesetzt und der Ton ist auch richtig grottig. Nur habe ich da leider die Originalaufnahmen nicht mehr. Ich habe das irgendwann alles gelöscht und so. Das hätte ich eigentlich im Nachhinein gerne nochmal ein bisschen neu geschnitten und mit dem Ton besser überarbeitet und so. Aber kann ich leider nicht mehr. Es gibt schon manchmal Videos, die ich gerne wieder nochmal ein bisschen aufpeppen würde, aber naja, es ist halt recht viel Arbeit. Jo. Ja. Nächste Frage. Kommen eines Tages noch ein paar von diesen Bettvideos? Die fand ich nämlich ganz unterhaltsam. Ja, also das eine, also dieses eine Bettvideo fand ich auch sehr lustig von uns. Da kann ich auch heute noch drüber lachen. Ansonsten machen wir noch mal Bettvideos. Drei Männlein zum Fest hieß das Video.
Machen wir nochmal Bettvideos. Gehen wir nochmal zusammen ins Bett? Ja, also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass wir nochmal ein lustiges Bettvideo machen. Hm. Aber es kam natürlich lustiger, als wir das erste Mal so gemacht haben, wo er sich noch total geschämt hat, dass wir zusammen im Bett lagen und dann da ein Video gemacht haben und er immer verheimlichen wollte, dass das ein Bettkissen da hinten ist. Ich wollte das so schneiden, dass man das nicht sieht. Das war ihm total peinlich. Ich weiß zwar nicht warum, aber es war ihm peinlich. Aber mittlerweile seid ihr das ja schon gewohnt und ihr kennt das ja jetzt auch schon mit den Bettvideos. Von daher ist es jetzt nichts Neues mehr und ich weiß nicht. Aber ich denke mal, also wir drehen ja an sämtlichen Orten und wir haben auch schon mal auf meinem Klo gedreht an Halloween. Von daher, warum nicht auch nochmal im Bett? Oh, und jetzt kommt die Frage. Warum habe ich die denn nicht rausgenommen? Was bedeutet eigentlich immer dieses Vor, was Andreas öfters sagt? Und das Jenny mittlerweile auch schon übernommen hat. Ja, und ich wusste nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe ihr das nach der Frage nämlich auch erstmal gesagt, woher ich das habe. Ist ja, lustig. Ja, jetzt kommt's. Es gibt ja diese Comics. Ach, sag einfach den Schmuddelkram. Hentais und so, ne? Mangas, Hentais sind Schmuddel. Mangas und so. Und wenn die kichern, glaube ich, machen die immer Fu-Fu. Die schreiben F-U-U. Aber es ist nicht nur in Hentais so, muss ich sagen. Aber auch in Mangas und so, ne? Mhm. Und das habe ich irgendwie, erst habe ich immer Fu, dann auch einfach so gesagt, wenn Fu. Ich habe das nicht als kichern, sondern so Boah. Statt Boah habe ich Fu gesagt. Und irgendwann wurde aus dem Fu und dem Boah wurde ein Vor. Und so ist das einfach entstanden. Super Erklärung. Ich denke, ich habe es verstanden. Ja. Gut, Frage an Jenny. Hast du die praktische Fahrprüfung beim ersten Mal bestanden? Ja, tatsächlich. Man möchte es gar nicht bei mir meinen, weil ich total der Autofahr-Noob bin. Aber ich habe tatsächlich beim ersten Mal bestanden. Und ich muss sagen... Aber nur mit viel Ausschnitt und viel Bein. Nein, das nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte total Schiss in der Buchse. Und ich hatte immer gehofft, nicht auf der Autobahn zu müssen. Aber ich musste dann doch leider. Und ich hatte die Ausfahrt fast verpasst. Und wir waren schon relativ spät dran. Wir mussten schon wieder los, weil der nächste Fahrprüfling ja schon wartete. Und ich habe gerade noch so dann die Ausfahrt gesehen und so richtig so whams da rein und dann schnell und so. Und am Ende, als wir dann angekommen waren, ich dann gebremst habe, sagte der Fahrprüfer so, puh, ja, sie haben sich ja schon ganz schön da durchgekämpft, muss ich sagen, ne? Ja, so, dann habe ich so ein bisschen süß geguckt, so, ja, das stimmt, aber ich war ja auch so aufgeregt und ich hatte auch dreimal das Auto abgewürgt beim Anfahren auf so einem Berg, so an der Ampel. Ja, war schon ein bisschen schwierig, aber er fand das trotzdem okay, er hat gesagt, okay, sie haben bestanden, aber anfangs bitte auf jeden Fall noch ein bisschen mit Begleitung fahren, damit sie noch ein bisschen sicherer werden. Und er hatte recht, ich bin dann anfangs auch immer noch mal mit meinem Vater zusammengefahren oder so, oder mit ihm, wenn er dann dabei war, er gibt mir dann auch immer so ein bisschen Sicherheit. Und ich habe jetzt nicht so die Fahrroutine, weil ich kein eigenes Auto habe, deswegen bin ich immer noch so ein bisschen Noob. Aber ich habe, um die Frage zu beantworten, beim ersten Mal bestanden. Auch die Theorie, nicht nur die Praxis. Ich habe beides beim ersten Mal bestanden. Ja. Okay, welchen Film von... Wir sind immer noch bei Movie Rules. Ja. Und es geht noch weiter. Es geht noch sehr viel weiter, sehe ich gerade. Welchen Film von den klassischen Universal Monsters Filmen findet ihr am besten? Kenne ich nicht. Bang, bang, bang. Also ich, Frankensteins Braut, die mag ich am allerliebsten. Das sind die alten. Und auch den Werber-Film mag ich sehr gerne. Frankenstein ist cool. Das sind so meine Liebsten. Ich wäre auch gern Frankensteins Braut. Pur. Das kann ich dazu sagen. Dann müsstest du aber ne, so sehr tupierte Haare nach oben haben. Ah, ist doch cool. Mit Streifchen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Volumen in den Haaren. Also ist doch okay. So wie die Hündin in Frankenwini. Ja, genau. Und die auch in Frankenwini. Oh, Frankenwini. Ich finde Frankenwini so süß. Okay, jetzt kommt die nächste spannende Frage. Was haltet ihr von der Paranormal Activity-Reihe? Ja, dazu kann ich natürlich was sagen. Finde ich ganz langweilig. Kurz.
Ja, geht finde ich langweilig. Nur den dritten Teil, glaube ich, fand ich noch okay. Also wenn das der ist mit den Kindern, die im Wald waren und die dann so im Keller irgendwas gefunden haben. Den fand ich noch relativ spannend. Das war der einzige Film von der Paranormal Activity Reihe, der so einigermaßen auch mit Spannung so ein bisschen. Aber den Rest fand ich stinkend langweilig, bin ich bei eingepennt und ich glaube, ich habe ein paar sogar ausgelassen. Also ich muss auch sagen, ich habe mir ja damals, als dieser Hype war mit dem ersten Paranormal, habe ich gedacht, okay, wenn der so super scheiße gruselig sein, ich mag eigentlich dieses Wackelkamera-Zeugs und so nicht. Und überhaupt diese ganze, was so auf Amateur getrimmt ist, mag ich eigentlich nicht so. Auch wenn ich das selber öfters mal mache, aber ich mache es nur in meinen Filmen, weil es so einfach ist. So Filme, ja, die hat man eben nur umgesetzt. Und, aber ich habe mir den auch angeguckt und ich habe gedacht, wann passiert denn mal was und so. Man fand, sieht ich habe den wirklich nichts. Im Dunkeln geguckt mit voll aufgedrehter Soundanlage. Das Einzige, was ein bisschen gut war, war der Sound. Der ist auch ein bisschen bedrohlich. Aber oh, ich habe gedacht, ich habe nachher vorgespult, bis endlich mal was passierte. Es passierte aber eigentlich nichts. Nee, im Grunde passierte nichts. Ich mag ja immer gerne Geistererscheinungen sehen. Und von daher kann ich mit dem Film nicht so anfangen. Und so nur Türen klappern und Bettdecke wegziehen. Finde ich eigentlich gut, mag ich so in den klassischen Horrorfilmen, ja, aber so aber nur? Nee. Und ja, stundenlang vorm Bett stehen. Also bin ich nicht begeistert von und er wahrscheinlich dann somit auch nicht. Nächste, wird es wieder ein Halloween-Weihnachts-Silvester-Special geben? Auf jeden Fall. Also wenn wir überleben, bis ist dahin. Ist schon geplant. Wenn wir bis dahin noch leben, ja. Puh, und jetzt wird's religiös. Seid ihr Atheisten? Ich definitiv nicht. Er, glaube ich, auch, ne? Ich, ja. Ja, ich bin... Ich bin ein Ungläubiger. Ich bin nicht ungläubig. Ich glaube auf jeden Fall an Gott. Ich habe den christlichen Glauben auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein bisschen angelehnt am Wicca oder Witcher. Glauben, da, ich sag mal, man kann ja, heutzutage ist ja alles modern, man kann ja so ein bisschen mischen, sag ich mal. Und man kann auch sehr gut ein paar Sachen aus dem Wicca-Glauben machen, wenn man Christ ist. Also, um das Ganze nicht ausarten zu lassen, ja, ich bin gläubig auf jeden Fall. Ja. Ja. Und da ecken wir auch manchmal so an. Ja, das an. Ist anstrengend. Also, da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber und, ja. Ich lasse Jenny ihren Spaß, sie lässt mir dann größtenteils meinen Spaß und gut. Ich glaube, da kommt aber auch gleich nochmal eine Frage so, zur Esoterik und so. Und ich glaube, da können wir auch nochmal. Von daher. Ja, also ich gläubig, ist das okay. Eher nicht. Ich habe da keine Probleme, wenn ihr Jenny gläubig ist oder so, aber. Nur Gespräche darüber sind natürlich dann anstrengend, dabei ja, recht unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Meinungen zum Tod und alles. Und alles. Alles solche Sachen. Also da sind wir doch sehr unterschiedlich. Ja. Frage an Andreas, was war dein erster Kinobesuch? Das Dschungelbuch von Walt Disney. Und jetzt Frage an Jenny. Frage an Jenny, was war dein erster Kinobesuch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mal ansatzweise sagen, was es war. Ich weiß es nicht. Puh, und jetzt, was haltet ihr von der Weiße Hai 2? Dazu fällt mir immer ein, kein Arsch, kein Tittchen, ganz wie Schneewittchen. Den Spruch habe ich mir aus dem Film immer gemerkt. Ich glaube, ich kenne den nicht. Ich kenne der Weiße Hai, aber ich glaube den zweiten. Also ich muss sagen, ich mochte den zweiten Teil eigentlich auch sehr. Im Gegensatz zum dritten und zum vierten. Aber den zweiten mochte ich auch sehr, ja. Er war ja auch noch mit Roy Scheider, ne? Findet ihr auch, dass Tiersnuff in Filmen verboten gehört? Jo. Wenn es echt ist, auf jeden Fall sowieso. Ja, darum geht's ja. Ja, also definitiv, was soll das auch? Also ja, ich meine, man kann mit Special ich habe damals so viel schon, diese, schon in den 80ern gab es da schon die Kannibalenfilme und ich erinnere mich an so eine Szene, wo eine Schildkröte getötet wurde und ich fand das ganz furchtbar. Also, ich finde das auch total dämlich. Wozu muss kann man... Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Finde ich krank. Verstehe ich auch nicht. Also es gibt so viele Special-Effekte und sowas alles, die man machen kann. Warum denn echt? Ich weiß es nicht. Was ist der Sinn dahinter? Das ist doch einfach nur krank. Ja, also. Einfach nur provozieren. Gehört verboten und ich frage mich auch sowieso, wie jemand auf diese Idee kommt. Frage an Jenny. Magst du Found-Footage-Filme? Ja, und zwar, da kann ich auch sagen, einer meiner absoluten Lieblings-Found-Footage-Filme ist tatsächlich Greystone. Ich mag Blair Witch sehr gerne, wobei ich da lieber den Blair Witch 2 mag. Und der ist ja gar nicht so krass Found-Footage, muss ich sagen. Der ist ja schon fast so ein bisschen, also eher weniger Found-Footage, finde ich. Aber Greystone, ist gar nicht von. Nee, finde ich auch nur ab und zu mal so ein paar Szenen. Aber Greystone, muss ich sagen, den hassen alle.
Aber ich liebe den Film. Ich finde den wirklich richtig toll. Ich mag Greystone. Also da sind die ja in diesem Greystone-Park, in dieser verlassenen Psychiatrie. Sehr, sehr geil, weil da hat man tatsächlich auch mal einen Geist gesehen und hinterher so diese Szenen so in der Kirche, in dieser Kapelle da. Richtig geil. Also Greystone super und von daher mag ich auch gewisse Found-Footage-Filme mag ich sehr gern. So diesen ganzen Einheitsbrei mag ich auch nicht, irgendwann wird's langweilig. Aber es gibt gewisse Filme, die ich sehr gerne im Found-Footage mag. Auch VHS, den ersten Teil, mag ich sehr, sehr gern. Ja. Ja, ich war gestern nicht an mich gestellt, die Frage, also ich mag sie nicht. Was haltet ihr von der Alien-Reihe? Ja, ich habe auch den ersten Teil oder so gesehen. Fand ich ganz nett. Ich liebe Alien, die Filme. Ich mag auch den verpönten vierten Teil, muss ich gestehen. Und ansonsten, im Moment spiele ich ja Alien auf der PlayStation. Ist auch richtig gruselig. Ja, also ich stehe voll auf Alien und überhaupt mag ich Ridley Scott hätte ich noch als Regisseur eben erwähnen können. Finde ich genial. Ja, Ridley Scott ist schon atmosphärisch. Stehe ich drauf. Ja. Wo sind wir dann? Wie heißt eigentlich immer diese Michael Donner Musik? Oder was wahrscheinlich soll dann heißen? Was heißt eigentlich immer diese Michael Donner Musik, die Andreas so oft verwendet? Zum Beispiel am Anfang von dem Gamescom 2012 Video oder gegen Ende des Ich packe aus Channel Trailers. Ja, der Michael Donner hat halt die Musik gemacht, die ich da drin verwende. Den habe ich irgendwann mal auf YouTube entdeckt. Sind ja auch immer die Links, muss man nur anklicken. Der hat sehr viel sehr viel Videos gemacht, die man frei verwenden darf auf YouTube. Und ich finde, der hat richtig coole Stücke. Vor allem, wenn man Filme dreht oder so, sind da ein paar richtig tolle Dinger drin. Man kann die auch lizenzieren für ein paar Euro, ist gar nicht so teuer. Dann kann man die wirklich verwenden und in seinen Film gegen Geld einbauen. Also und damit auch Geld verdienen. Und der macht richtig coole Stücke. Also die gefallen mir sehr gut für Filmmusik, was der so macht. Ja. So, und das waren jetzt die Fragen von Movie Rules. Aber wenn ihr denkt, der wäre damit zu Ende, der hat noch einen Freund eingeladen. Der hat noch einen Kumpel. Der ist nicht auf YouTube und der hat auch noch ein paar Fragen an uns. Und dann auch noch so anstrengende. Genau, ich hab eine Frage mal zusammengefasst. Die bestand aus drei Fragen, aber... Mögt ihr Olaf Ittenbach, Schnaas oder Taubert? Also ich kenne Olaf Ittenbach, aber deutsche Filme... Ah, es gibt gute deutsche Filme, aber ja, von meiner Seite, nein, mag ich nicht. Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer. Ich finde die Typen eigentlich ziemlich talentfrei. Olaf Ittenbach, da geht es nur um Splattern und so. Effekte macht er ganz nett, aber er legt da auch oft den Schwerpunkt drauf und filmtechnisch hat er für mich nicht viel drauf. Ich mag das jetzt nicht so beurteilen, aber ich gucke mir die Filme halt gar nicht gerne, oder ich gucke sie mir erst gar nicht an, weil sie mich einfach irgendwie nicht interessieren. Ich kann damit nichts anfangen sonst, also ist überhaupt nicht meins. Aber ich muss sagen, Olaf Ittenbach ist der einzige davon jetzt, der mir was sagt. Schnaas und Taubert kenne ich nicht. Ich muss jetzt auch sagen, ich vermute mal in der gleichen Reihe, ich habe die Namen schon mal gehört, aber wie gesagt, das ist nicht meine Welt an Filmen. Ja, Frage an mich. Ich finde die alle sehr amateurhaft immer. Ja. Ja. Frage an mich. Siehst du dir auch Splatter-Filme an? Ja, also ich glaube, Splatter ist eher weniger bei mir. Ne? Splatter gucke ich eher weniger. Ne? Ja. Also so Saw und all so weiter. Also Saw mag gar nicht, aber Saw ist für mich auch kein Splatter-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist für mich schon. Es kommt immer wirklich auf den Film an. Also ich habe nichts gegen Splatter und ich schaue mir auch gerne Splatter an. Aber ich bin ja mehr so für Geisterhorror, so Paranormales, Okkultes, das mag ich sehr, sehr gern. Aber wenn da jetzt irgendwie Splatter bei ist oder so, ich mag gerne zum Beispiel diese Home Invasion Filme. Die mag ich sehr, sehr gerne, wo dann so ein bisschen gesplattert wird, wo die Einbrecher dann so richtig abgehen und die erschießen, erstechen und was weiß ich nicht. Das finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam und die immer sehr, dass die da nicht so... hinterm Wald halten, sondern wirklich alles so krass zeigen. Das ist schon unterhaltsam und die wagen auch was. Und das finde ich schon okay. Aber so jetzt wie hier zum Beispiel Braindead oder so, habe ich auch gesehen. Aber ich finde Splatterfilme dann oft irgendwie so lustig. Und was ich gar nicht mag... Der ist ja auch auf lustig gemacht. Was ich gar nicht mag, und da muss ich... Werdet ihr jetzt wahrscheinlich von mir enttäuscht sein oder wahrscheinlich hättet ihr das jetzt so nicht erwartet, aber ich hasse die japanischen Splatterfilme. Die sind für mich einfach so albern. Die sind immer die sind so... Aber da gibt es ja auch Unterschiede, weil die sind ja extra auf Trash gemacht. Ja, aber die mag ich irgendwie nicht so. Die finde ich so albern.
Ich hatte mir jetzt, wie hieß das nochmal? Psycho Lolita? Nee, den habe ich noch gar nicht gesehen. So. Der hätte mich sogar noch interessiert. Aber hier der, wie heißt der? Hier, den habe ich hier. Zombie Girl vs. Frankenstein Girl. Da hatte ich sogar relativ hohe Erwartungen reingesetzt, weil ich so das vom Titel her sehr spannend fand. Ich glaube, sie hatte da einfach die falschen Vorstellungen, weil diese Filme sind natürlich extra aufs Trash-Publikum zugeschnitten. So die sehe ich jetzt auch nicht als, ja okay, wird auch gesplattert, ist natürlich, aber eben humorvoll irgendwie. Das ging nicht. So wie der letzte Tomie-Teil zum Beispiel. Ich liebe Tomie, das wisst ihr ja alle. Aber der letzte Tomie, hier Tomie Unlimited heißt das ja, der war ja auch so ein bisschen auf mehr albern Splatter gemacht. Bitte, bitte nicht. Nein. Also das mag ich wirklich gar nicht. Also sonst ist Tomia ja ganz toll, aber der letzte Teil war auch mir zu splattermäßig. Aber ansonsten Splatter so, wenn es jetzt nicht japanisch ist oder so, oder wenn es ernst gemeint ist, finde ich schon okay. Komm. Ja, Entschuldigung. Ach, das muss ja aber jetzt lang wieder, ne? So, schaut ihr die Filme von Dario Argento oder Lucio Fulci? Nein. Ich kenne nur Phantom der Oper. Ich mag Fulci nicht so sehr, aber Dario Argento mochte ich immer sehr. Ganzen Phänomena, Opera und ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls die alten Klasse Suspiria war es. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls die alten Sachen und Dario Argento habe ich auch ganz gerne gesehen. Also Argento mochte ich immer gerne und ich finde den Namen Dario Argento finde ich cool. Ja, das ja. Aber Fulci war nicht so meins. Aber der Name der Tochter ist auch lustig, dieses Asia oder Asia Argento. Irgendwie komischer Vorname. Ja. Ja. So, jetzt sind wir jedenfalls mal mit den Fragen Nein, durch. Sind wir nicht. So. Nein, sind wir nicht. Ach so, okay, Entschuldigung, da ist noch einer. Ja. Einen habe ich noch gelassen. Würdet ihr gerne mal selbst einen Film drehen? Wenn ja, welches Genre? Also ich würde auf jeden Fall natürlich Horror, ich würde auf jeden Fall Okkult-Horror nehmen und was mit Puppen, definitiv. Also es wird alles so in einem mit drin sein, definitiv. Also und dann irgendwie auch in so einer verlassenen Fabrik oder irgendwie sowas. Also ich würde Okkult-Horror mit Puppen vermischt und sowas, ja. Und ich würde das auch richtig hart machen. Ich würde auch gerne selber Filme drehen, mache ich ja auch ab und zu mal, zwar Kurzfilme, aber ich würde auch gerne mal längere drehen. Und überlege ich da auch schon länger mal. Bei mir wäre es wohl auch in Richtung Horror, aber ist kein Splatter-Horror oder so, sondern nicht Splatter auch nicht. Horror, weil Horror für mich das einfachste Medium ist beim Film eigentlich. Komödien sind sehr schwer zu schreiben, um wirklich Komödien, teils mache ich ja auch viel, aber eine richtig lange Komödie finde ich immer sehr schwierig. Und Dramen, Actionfilme und so, das ist schon alles ein bisschen schwieriger, das umzusetzen auch und zu schreiben. Ich denke, da ist man mit Horror oder so am besten bedient. Da kann man schnell auch mit Effekten und so arbeiten, schnell Stimmung aufbauen. Und andere Sachen, Science Fiction würde ich auch ganz gerne machen, wenn ich die Möglichkeiten zu hätte, weil ich liebe halt Science Fiction Filme. Und ansonsten, ja, das wär's. Ja. Okay. Gut, jetzt sind wir aber mit Movie Rules und Kumpel. Du bist jetzt wirklich bedient. Ach, sind wir jetzt durch. Ja, wir haben wirklich viele Fragen gelassen. Ja. So, jetzt kommt, was ist das? Ist das? Rembi 10. Rembi 10. Oh, ja. Dann Jenny. Hallo Rembi 10, dich kenne ich. Jenny, warum hast du dich bei den BJDs für die Größe MSD entschieden? Und woher wusstest du, wie diese Größe ausfällt? Wie diese Größe ausfällt, woher wusste ich das? Das ist okay, ja wohl der Größe. Ja, ja. Ich habe mich, also ganz am Anfang, wo ich halt noch nicht so genau wusste, wo ich G entdeckt habe, das war ja eher Zufall, weil wie gesagt, ihr kennt das ja alle, ich habe sehr lange auf BJDs gewartet, bis man die bekam hier in Deutschland, bis es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit gab, an die BJDs ranzukommen, weil man ja nicht importieren konnte ohne Internet und so weiter. Ich habe BJDs ja schon sehr früh entdeckt und da ich sie eben schon sehr früh entdeckt habe, habe ich mich natürlich sehr viel drüber eingelesen und wusste... Bitte? Du redest auch schnell. Ich soll mich ja beeilen! Wie ein Maschinengewehr. Ich soll mich ja beeilen! Er setzt mich unter Druck mit den Puppenfragen. Da soll ich mich ja immer kurz halten. Und jetzt unterbrech mich nicht. So, und da habe ich mich natürlich vorab schon sehr in das Thema eingelesen und hatte mich ja für die japanischen Dolphys interessiert. Und auch da gab es ja eben die unterschiedlichen Bezeichnungen. Da war SD ist ja die Abkürzung für Super Dolphy. Und MSD ist die Abkürzung für Mini Super Dolphy und YoSD ist die Abkürzung, glaube ich, für Young
Super Dolphy. Und deswegen hatte ich mich da vorher schon informiert und wusste, was mich da so erwartet. Die MSDs sind ja so um die 45 cm und das fand ich eigentlich ganz klasse, weil ich dachte so, das ist so die Größe, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein und von daher kann man damit gut anfangen. Und da ich ja EG als erstes entdeckt habe, beziehungsweise zwei BJDs als erstes entdeckt habe, eine SD und eine MSD und G war die MSD und ich hatte mich für G entschieden, weil sie mir einfach optisch besser gefiel. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mich für G entschieden habe und für MSD somit. Ja, und somit bekam ich G, war sehr zufrieden mit der Größe. Ich musste sagen, MSD war trotzdem, obwohl es nur 45 cm sind, sehr, sehr massiv und sehr, sehr schwer vom Gewicht her. Deswegen dachte ich mir, dass MSD definitiv ausreicht, weil SD mir wahrscheinlich zu groß wäre. Denn alleine eine MSD anzukleiden, finde ich teilweise schon sehr, sehr anstrengend, weil sie wirklich doch sehr massiv und wuchtig sind. Gerade die BJDs von Dragon Doll. Von daher bin ich eigentlich so bei MSD hängen geblieben, was aber nicht heißt, dass der Reiz einer SD bei mir nicht da ist. Ich kann es nicht komplett ausschließen, dass ich mir nicht vielleicht irgendwann in der Zukunft doch mal eine SD zulegen werde. Also das kann ich nicht ausschließen. Aber generell bin ich mit MSD von den Größen sehr, sehr zufrieden. Also ja, das ist so der Grund. Ich bin fertig. Ach so, ja. Aber danke, Randy, für diese Frage. Finde ich sehr, sehr schön, dass du diese Frage gestellt hast. Ja, ich war gerade eingeschlafen. Wo sind wir? Ach so, ja. FAQ. Slane McRose, der gute Slane, der hat eine Frage gestellt, die wir eigentlich mit dem Video beantworten können, denn es gibt ein Video zu dieser Frage. Berichtet doch mal, wie ihr zwei einander kennengelernt habt und zusammenkamt. Diese Frage kommt gerade aus dem Bauch raus, da ich derzeit auch immer wieder gern in Erinnerungen schwelge, wie ich meine Liebste traf. Ja, und damit also, wir das nicht vergessen, haben wir für uns ein Video gedreht. Ja, also das verlinke ich dann auch nochmal unten. Da kannst du gerne mal draufklicken, da erzählen wir die komplette Geschichte. Aber vielleicht kann man das nochmal in Kurzform machen. Ich habe unter Jennys Video, wir haben ja unsere Videos heimlich verfolgt, wir kannten uns noch nicht, da habe ich unter Jennys Video einen Kommentar geschrieben und dann hat Jenny einen Kommentar unter einem meiner Videos auf Filmwelt TV geschrieben, so ein bisschen mein Hemdchen gelobt und dann... Sein Hemdchen. Mein Hemdchen gelobt und dann habe ich sie zur Film-Community News eingeladen, ob sie da nicht mal ein Video schreiben wollte. Da habe ich mich super geehrt gefühlt, dass ein so großer YouTuber mich fragt. Ich war ja eine total kleine Leuchte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte, glaube ich, gerade mal 100 Abonnenten, wenn überhaupt. Und das hat mich doch sehr, sehr geschmeichelt. Ja. Und da, dadurch kamen wir dann so langsam ins Gespräch. Ja. Und dann sind wir auch dabei hängen geblieben und haben immer weiter geschrieben. Geschrieben. Und dann wurde es immer persönlicher, dann haben wir schon mal so ein bisschen über uns geredet und ja. Und so ging das dann immer weiter. Aber wie gesagt, ist eine längere Geschichte dann, ne? Da haben wir auch ein sehr langes Video zu gemacht und muss einfach mal gucken. Das ist dann sozusagen auch das besagte Und so fing das einfach alles an. Ja. Ja. Genau. Gut. Und wieder Rembi 10. Die habe ich nicht zusammengefasst. Nochmal, ich habe eigentlich bei einigen zusammengefasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, und die ist natürlich wieder mit einer Puppenfrage dabei, was ich immer toll finde. Jenny, warum sieht man Annie nicht genauso oft wie G in deinen Videos? Mir tut Annie dann immer ein wenig leid. Ja, ich muss auch sagen, mir auch. Aber es ist... mir auch, weil, das muss ich nämlich auch sagen, weil wir die zusammen ausgesucht haben. Als wir damals so im Gespräch waren, wie eben, wo wir uns kennengelernt haben, hat Jenny darauf bestanden, dass ich ihr dabei bin, eine neue BJD auszusuchen und ich habe quasi mitentschieden und habe mitgefiebert und so und war dabei, wo sie die bestellte. Ja, und Annie ist bedeutet auch, mir Annie auch etwas. Und Annie ist eben auch die Puppe, die ich das erste Mal direkt bei der Firma bestellt habe. Also direkt, also über zwei waren Zwischenhändler, aber direkt bei der Firma und nicht Secondhand gekauft habe, so wie G über eBay. Ich habe tatsächlich direkt aus China die Firma da bestellt und sie war eine neue, die direkt für mich erstellt wurde quasi. Das ist auf jeden Fall so. Allerdings wisst ihr ja, dass ich und G so eine enge Bindung haben und nicht G einfach... Es gibt ja immer Puppen, die für einen der heilige Gral sind und das ist nun mal G und von daher ertappe ich mich halt immer wieder, dass ich G schon mal ein Kleid mehr kaufe, G ein bisschen mehr verwöhne, G einfach mehr zeige. Was aber nicht gegen Annie ist und was auch nicht heißen soll, dass ich Annie nicht mag und dass Annie für mich keine wichtige BJD ist, schon alleine, weil er sie mit ausgesucht hat. Weil das war mir sehr wichtig, dass er da so mitmacht und das war für mich halt sehr wichtig. Ich werde da mittlerweile in alle Entscheidungen mit also das, bei den Dolphins. Er versucht mich ja auch schon immer zu bremsen. Er ist dann auch immer sehr vernünftig und sagt, brauchst du denn jetzt wirklich jetzt auch zu der SD-Frage? Ich hatte ja wirklich überlegt, eine SD-BJD noch dazu zu holen von
Erst wollte ich eine von Angel of Dream haben, die mochte er aber nicht. Und weil er die nicht mochte, habe ich die tatsächlich nicht genommen. Und ja, also da ist er doch immer sehr mit im Gespräch, weil er da auch immer ein bisschen aufpasst, dass ich da nicht so ein bisschen freaky abdrifte. Aber wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, das hat jetzt keinen Grund, weil ich Annie nicht mag oder weniger mag in dem Sinne, sondern einfach nur, weil G für mich der heilige Gral ist, weil ich immer wieder automatisch so auf G zurückgreife. Das ist halt so, man hat immer so seine ganz favorisierten Puppen, obwohl man die anderen Puppen auch liebt. Und G war meine erste BJD, von daher hat sie sowieso immer so einen speziellen Platz. Und G hat mir aus einer schweren Zeit rausgeholfen, deswegen auch so ein bisschen noch. Also ist so, aber ich versuche schon immer Annie auch noch ein bisschen mehr mit einzubinden. Ja, ist halt einfach so, wegen dem heiligen Gral-Püppchen so ein bisschen. Ja. Es gibt immer eine Puppe, die immer ein bisschen mehr verwöhnt wird. Obwohl man ja sagt, auch so zum Beispiel bei kleinen Kindern, man soll ja nicht eine mehr verwöhnen als die andere. Mir tut Annie aber auch immer leid. Ja, aber ich würde sie dann auch nicht weggeben. Gut. Ja. Der Event King. Wann habt ihr euch entschieden, YouTube-Videos zusammen zu machen? Ja, das war eigentlich recht früh schon. Ja. Weil wir hatten ja so, als wir uns kennenlernten, hatten wir, oder uns das allererste Mal getroffen haben, haben wir ein Video zusammen gemacht und haben direkt gemerkt, dass das so irgendwie so ein bisschen stimmt zwischen uns, die Harmonie. Mhm. Und dann war mal der Plan, das war ein Sexy Ente Video zu machen. Das hatte nicht geklappt. Nein. Und jedenfalls haben wir dann irgendwann gedacht, hey, warum, weil wir waren erst mal überlegen, ob wir öfters mal auf unseren eigenen Kanälen miteinander also austauschen, dass Jenny mal bei mir mit auftritt, ich mal bei ihr mit auftrete. Und aber das gefiel uns dann nicht so, der Gedanke. Und da dachten wir, warum nicht einen eigenen Kanal? Und so haben wir dann einfach mal gedacht, komm, wenn wir uns öfters treffen, können wir auch mal ein paar Videos machen und laden die auf einen eigenen Kanal hoch. Ja. Und im Grunde war das dann so. Und das war wann? Ja, das ist jetzt schon über 2 Jahre her. Ja. Es ich habe jetzt gerade das Datum nicht. Ich glaube, das erste Video war im Mai 2013 oder so, ne? Oder irgend sowas. Ich weiß es gar nicht. Und ich finde das toll, dass ihr uns immer noch zuschaut, die Alteingesessenen. Und die Neuen natürlich auch. Und die nächste Frage, wieso kommt Jenny in keinem Ich-packe-aus-Video vor? Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt nicht. Nö. Jenny war bestimmt schon 3-mal mindestens. Also okay, wir haben ja die Film-Community-News, da warst du 1 oder 2-mal? 2-mal. Ich glaube sogar 3-mal. Ich meine jetzt gerade 2-mal. Einmal, wo sie mit mir im Studio, wo sie mich halt so zurecht macht und da so ein paar Gags mitmacht. Dann einmal, wo sie einen Filmtipp abgibt. Und dann später war sie einmal beim Videokauf dabei, als wir beim Mediamarkt oder irgend sowas waren. Ne? Haben wir so ein Autovideo aus dem Auto rausgehört, also im Auto gefilmt, wie wir unsere Filme vorstellen. Und aktuell bin ich sogar 2-mal noch. Ja, und stimmt, aktuell auch noch 2-mal. Ja, einmal die Kaffeemaschine und einmal die Selfie-Sticks. Genau, da haben wir schon überlegt, ob wir es öfter mal machen. Weil fand ich eigentlich ganz witzig für mich. Das fandet ihr ganz lustig mit mir, das fand ich schön. Nur Selfie-Stick kam nicht ganz so, aber da habe ich Jenny auch ins kalte Wasser geworfen, weil wir hatten gerade die Kaffeemaschine abgedreht, habe gesagt, bleib da stehen, jetzt noch Selfie-Stick. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. War so ein Beiwerk. Aber die Kaffeemaschine war lustig. Ja, ich fand das sonst auch eben ganz Spaß. Sonst hat Spaß gemacht, alleine aus. Und von daher fand ich ein bisschen unterhaltsamer. Ich kann ihn einfach bei solchen Sachen auch besser helfen, ein bisschen als jetzt so, wenn er seine Filme auspackt und beschreibt. Da habe ich einfach auch nichts zu suchen. Was soll ich da auch zu sagen sonst? Boah, jetzt kommt aber hier, wie heißt das? Wie wird der Name denn so ausgelesen? Hard Like Candles. Nein, wir sind erst hier. Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt Dennis FCB. FC Bayern? Dennis FC Bayern wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Dennis mit Z. Also, ja. Okay. Welche Eigenschaft stört euch am jeweils anderen und an euch selbst am meisten? Ja, also an ihm. Stört mich gar manchmal. Nichts. Nein, es stört mich manchmal an ihm, dass er. Es mag sein, dass ich vielleicht da ein bisschen übertrieben bin, aber er nimmt mich oft nicht ernst, wenn ich irgendwelche Wehwehchen habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe aktuell zum Beispiel ein Problem, das kann ich euch auch sagen, ist nichts Schlimmes. Für mich ist es nur sehr nervig. Ich habe aktuell so ein Tick im Ohr. Also das nennt sich wirklich Tick, noch was, Tympanie, wie auch immer. Das sind Spasmen im Ohr tatsächlich. Also das Ohr macht immer so Bubba-Geräusche, so ganz stark so hämmern, so wummern irgendwie. Und das belastet mich schon sehr, muss ich sagen.
Und ich hatte ihn jetzt vor kurzem mal gefragt, ob er, wenn er sowas hätte, sich einschränken lassen würde zum Beispiel. Ich habe nämlich gemerkt, ich dance manchmal ganz gerne so rum und so. Und das kann ich im Moment nicht so gut, weil dadurch dieses Wimmern stärker wird. Und da habe ich ihn mal gefragt, würdest du da irgendwie Rücksicht nehmen bei sowas? Würdest du dann eher weniger tanzen oder würdest du dich damit einfach abfinden und so? Und da hat er es auch so abgetan von wegen, nö, wäre für mich gar kein Problem. Ich würde trotzdem so, weiter tanzen, ich lasse mich von sowas nicht unterkriegen. Ich fühle mich da manchmal nicht so ernst genommen in meinem Leiden. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe nämlich was ganz anderes gesagt. Ich habe gesagt, wenn einem etwas bedeutet, wenn man wirklich Spaß daran hat, würde ich das deswegen nicht aufgeben. Weil ich habe auch Allergien gegen verschiedene Lebensmittel oder so, kriege dann Ausschlag im Mund, aber ich finde die lecker und beiß dann trotzdem rein, weil ich es einfach lecker bin. Ich weiß, dass ich danach Ausschlag im Mund habe, aber und so mal habe ich ihr das gesagt. Wenn ich daran Spaß habe, wenn mir das was bedeutet, dann ich sehe jetzt auch nicht den Grund, dass es dadurch schlimmer wird. Es ist dann natürlich nervig oder so, ne? Weil es aber heißt ich ja nicht, empfinde dass es so, dass es dadurch schlimmer nur, wird. Nur muss man sich dann eben entscheiden. Kann man darauf verzichten, was man gerne macht? Also jetzt zum Beispiel Dancen, ist das okay für einen? Man will überhaupt nicht mehr dancen, dann lässt man es halt des Ohrs wegen. Aber will man aufs Dancen nicht verzichten, macht man weiter. So machen aber andere Tänzer ja auch, ne? Oder Musiker. Ja gut, ich bin ja keine Tänzerin. Wenn die Wehwehchen haben. Also, und so habe ich das auch gesagt. Um das klarzustellen, ich bin keine Tänzerin. Darum geht es nicht. Das ist jetzt nur so Fun-Tanzen, meine ich. Und Jenny sieht das dann immer als Abtun. Aber ich würde da manchmal, glaube ich, halt gerne ein bisschen mehr bemuttert werden. Jenny möchte immer bemuttert werden. Ja, ich möchte nicht bemuttert. Ich würde gerne einfach nur, dass er so ein bisschen Mitleid oder so ein bisschen Mitgefühl zeigt. So von wegen, oh du Arme, das muss echt stressig sein, so mit dem Ohr, das ist bestimmt doof und so. Und ich habe da ja auch drunter gelitten. Ich habe dir immer einen vorgejammert. Und er kann es halt nicht verstehen, wenn jemand jammert, wenn er irgendwie eine Erkrankung hat. Nein, das stimmt nicht. Das kann er nicht so ganz verstehen. Ich kann es nicht verstehen, wenn man das nonstop macht, tagelang. Ja. Wenn man das einmal, zweimal sagt, ist das ja okay und dann tut mir das auch leid. Aber wenn ich das den ganzen Tag um die Ohren gehöre. Aber ich muss sagen, Ohr war ich doch schon sehr tapfer. Da habe ich kaum was zu sagen. Ich habe dir immer nur ab und zu gesagt. Und es ist nun mal sehr belastend. Leute, die einen Tinnitus haben oder so ein Ohrgeräusch oder gerade diese Spasmen im Ohr, das ist echt krass manchmal. Da denkt man, und anfangs, als ich noch nicht wusste, was es ist, dachte ich wirklich, ich habe einen Tumor oder irgendwas Schlimmes. Und das ist schon belastend. Und dann war ich halt beim Arzt und habe das rausgefunden. Aber wie auch immer. Ich finde, manchmal ist er ein bisschen zu wenig einfühlsam, wenn man Wehwehchen hat. Okay, ich gebe zu, dass ich manchmal ein bisschen zu viel jammer, weil ich mir oft, ich bin so ein Mensch, der ist da manchmal so ein bisschen hypochondrisch und denkt sofort, oh Gott, ich glaube, ich habe nur noch 3 Minuten zu leben. Ja. Aber er ist dann aber auch vielleicht deswegen so ein bisschen kühl zu mir diesbezüglich. Aber bei Jenny ist er direkt immer Todesurteil. Ja. Ich höre irgendwas klopfen im Ohr, sterbe ich jetzt. So ist Jenny. Ja, ich dachte, da wäre ein Tumor, der aufs Ohr drückt oder so. Das ist ganz schlimm. Guckt euch den Film Hypochonder an, dann wisst ihr, was ich meine. Oh Mann, aber so schlimm ich jetzt auch nicht. So, okay. auch an dir selbst. Welche stört dich an dir selbst? Ja, eigentlich wären wir da fast beim selben Thema, weil es ist wirklich so, dass ich mich manchmal ein bisschen anstelle. Also ich muss nur einen kleinen Ausschlag haben oder irgendwas und ich vermute direkt was Schlimmes dahinter. Ich bin da schon, ich merke dann wirklich, dann wird mir auch heiß und kalt, dass ich dann ganz schnell schon panisch werde. Dass ich denke so, oh Gott, der Ausschlag sieht fürchterlich aus, was hast du denn jetzt da? Oder wenn ich irgendwie mal tagelang Kopfschmerzen habe, dann frage ich mich auch schon, oh nein, hoffentlich ist das kein Hirntumor oder irgendwas. Ich bin da manchmal schon so ein bisschen übertrieben, aber ich kann es mittlerweile so ein bisschen reduzieren. Ich glaube, teilweise bin ich echt so ein kleiner Hypochonder. Ja, ich glaube, das ist das, was mich auch ein bisschen an mir stört manchmal. Ja. Jetzt bist du dran. Welche Eigenschaft? Wo soll ich denn jetzt anfangen? Nein. Mich stört zum Beispiel sehr, Jenny steht ja auf Horrorfilme und eben nur auf Horrorfilme. Und ich bin ja jemand, der wirklich Filme liebt und zwar jede Sparte und so. Und ich kann mit Jenny nur Horrorfilme gucken, erkläre mich dann auch bereit, unentwegt Horrorfilme zu gucken. Aber Jenny kann mit mir nicht andere Filme gucken. Das ist für mich oft ein Problem. Und es wäre auch ein Problem, wenn sie jetzt sagen würde, na gut, ich gucke, aber ich weiß dann, dass daneben sitzt und sich total langweilt oder so. Ne? Da könnte ich dann auch nicht in Ruhe den Film gucken. Und für mich, der ich halt sehr gerne Filme gucke und so, die gucke ich dann immer, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich hier bei Jenny bin, gucke ich eigentlich jeden Abend Horrorfilme oder so. Aber das geht mir schon, Stand. Das geht mir total auf den Senkel, weil da so viel Schrott bei ist. Und ich kann halt meine Filme nicht gucken mit ihr zusammen. Ich gucke zwar mit ihr zusammen, wie gesagt, die Horrorfilme, aber sie guckt nicht mit mir zusammen meine Filme. Und das ist etwas, was mich schon sehr stört. Und was mich an mir stört, ist eigentlich meine Bequemlichkeit und mein,
geringer Ehrgeiz in vielen Dingen. Ich habe sehr viele Chancen in meinem Leben verpasst und so, weil ich einfach nicht, auch der Mut manchmal, den neue Wege einzuschlagen, neue Schritte zu gehen und so. Das ist etwas, diese vielen vertanen Chancen, also das ärgert mich an mir immer selbst, dass ich da oft nicht ehrgeizig genug bin oder mutig genug bin. Ich brauche wirklich für viele Dinge einen dritten Arsch, damit überhaupt was passiert. Kann ich bestätigen. Ja, also ich bin wirklich so einer, also hör, ne? Ich sitze nur ab. Er sitzt ab. Ich sitze meine Zeit hier ab. Das stört mich schon. Teilweise ist aber auch dafür zu beneiden, dass er so gemütlich und ruhig bleiben kann immer bei so vielen Sachen. Wo unser Eins manchmal total ausrasten würde, ist er so, er steckt sehr viel ein. Er kann sehr viel einstecken. Ja, gut. Jetzt kommt A Hard Like Candle. Hard Like Candle. Was ist die größte Freude, die Andreas der lieben Jenny gemacht hat und umgekehrt? Ja, also ich kann natürlich sagen, dass ich bin ja 30 geworden und letztes Jahr. Ja. Und da habe ich natürlich die selbstgemachte Annabelle von ihm bekommen. Das war das Schönste. Klingt jetzt irgendwie materiell, ist es aber nicht, weil ihr wisst ja, Püppis sind für mich alles andere als materielle Sachen. Und er wusste, dass es mir sehr viel bedeutet, weil ich ja diese Annabelle-Puppe so sehr liebe. Ich finde die ganz toll. Und deswegen war ich sehr, sehr glücklich, dass er mir eine selbstgebaute, selbstgemachte, selbst erstellte Annabelle-Promo-Annabelle zum Film quasi gemacht hat. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich werde das nie vergessen. Das ist ein ganz toller Moment in meinem Leben. Ich gucke mir auch das Video immer gerne an, was wir diesbezüglich hier auf dem Kanal gemacht haben. Da hat er mir doch wirklich eine sehr, sehr große Freude gemacht und einen großen Herzenswunsch erfüllt. Ja. Ja. Und was habe ich dir Gutes getan? Jetzt muss er erstmal überlegen. Das ist jetzt schwer zu beantworten. Bin ich eigentlich im Licht? Ich sehe immer so total schwarz. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich hier so... Also Jenny ist irgendwie hell und ich bin irgendwie total schwarz. Ich mache mal Platz Ich muss das nachher total ausleuchten nochmal oder heller machen, das Video. Ich habe hier ein Kissen nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwas anderes. Ich muss immer was zum Spielen haben. Das ist ein Riesenbonbon. Ich muss immer was zum Spielen haben. Habe ich von meiner Mutter. Ja. Bei mir ist das irgendwie schwer zu beschreiben. Jetzt kann ich auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil... Jenny ist schon ein sehr spezieller Mensch, den man erstmal kennenlernen muss. Und wenn man dann wirklich Jenny kennengelernt hat, und ich habe sie, glaube ich, recht gut kennengelernt, weiß man gewisse Dinge sehr zu schätzen und weiß, dass es Dinge gibt, die ihr sehr schwer fallen, aber sie dann manchmal über sich hinaus wächst und so. Und das bereitet mir dann eine sehr große Freude. Oft sind es sehr kleine Gesten oder so. Und ich weiß dann... dass sie das unter normalen Umständen eigentlich gar nicht gemacht hätte oder so. Und das sind so Dinge, die mich sehr erfreuen oft so. Wo dann mein Herz so ein bisschen zu pochen beginnt. Und sonst so, wenn man das Material, ich fand natürlich Batman-Mobil hat es mir sehr viel Freude gemacht. Oder den King Kong fand ich auch damals, obwohl ich sie dafür getreten habe, dass sie das gekauft hat, so viel Geld ausgegeben hat. Aber bei mir sind es ansonsten oft wirklich diese ganz kleinen Gesten und so, wo ich weiß, da ist er mal über sich hinausgewachsen. Da leuchtet gerade irgendwas auf dem Display. Da leuchtet gerade irgendwas. Ist jetzt der Akku? Ist der Speicher schon voll? Haben wir schon über eine Stunde geredet? Steht da nicht 4 Minuten. Wir haben nur noch 4 Minuten. Und jetzt? Dann muss ich das gleich wohl rüberziehen, eben mal auf die Festplatte und die Speicherkarte wieder leer machen. Wir sind noch lange nicht durch. Oh, ja, nächste Frage. 4 Minuten. Welche Macke nervt euch? Oh, im Grunde haben wir das ja gerade beantwortet. Eigentlich schon, ne? Ja. Deswegen, Entschuldigung, Hardlight-Kindes, das haben wir ja gerade im Grunde beantwortet. Also ich ein bisschen hypochondermäßig und eher so ein bisschen gemütlich. Gemütlich, ja. Dich stört, dass ich gemütlich bin? Nein, aber mich stört bei dir, dass du mich nicht verstehst. Ihr wisst schon, was und mich stört dann, dass Jenny gemütlich ist. Ja. Wer hat bei euch eigentlich das Sagen? Oh, da reicht ich. Das. Ihr wisst das ja schon. Es ist. Geh aus dem Bild. Es ist. Nein, also ich bin hier natürlich schon der Boss, aber es ist. Nein, aber es ist jetzt so, ganz ehrlich. Nein, es ist wirklich nein, also, so, dass Jenny oft sagt, was wir machen, aber nur weil ich. Ja, macht er, ne? Er schlägt dir auch nie was vor. Wenn ich ihm immer so, worauf hast du Lust oder was willst du machen? Willst du zu Hause bleiben? Willst du rausgehen? Dann kommt man. Also wenn wir auf Kangerkirmes, auf Parkfest nicht. Oder sonst irgendwas gehen, dann ist immer Jenny. Ne? Oder aber ich muss auch sagen, wenn es jetzt mal generell um Alltagssachen geht oder so, da muss ich sagen, ist es so ein bisschen aufgeregt. Ich finde, wir sind schon auf gleicher Ebene. Also jetzt, wenn es so was Unternehmungen angeht oder irgendwie den Kopf durchsetzen, bin ich natürlich immer ganz weit vorne. Aber jetzt sag ich mal so, auf der zwischenmenschlichen Ebene, finde ich, ergänzen wir uns ganz gut, weil ich bin ja mehr so hibbelig, mehr so
lass uns schnell und hier und da. Und er ist sehr ruhig. Und ich muss sagen, er bremst mich auch oft und ist so mehr so vernünftig und versucht mich dann auch immer so ein bisschen so in Zaum zu halten, sage ich mal. Von daher finde ich, hat er in dem Fall schon so das Sagen. Und er ist auch derjenige, der auch in Streitsituationen oft irgendwie das Ganze ein bisschen besser handelt als ich. Ich reagiere dann immer so komplett über oder bin damit überfordert und er versucht das Ganze. Er kriegt es dann eigentlich irgendwie immer hin, dass ich mich dann letztendlich entschuldige und dann schnell alles wieder gut ist und so. Also er ist so der Vernünftige von uns, würde ich sagen. Und von daher hat er so in so gewissen Situationen schon eher das Sagen. So, er kann auch schon mal gut mir die Leviten lesen, muss man sagen. Also das kann er wirklich. Also wenn ich mal manchmal wirklich über das Ziel hinausschieße, da kann er mir aber schon ganz schön sagen, wo es lang geht. Also so ist es nicht. Also, aber es ist im Grunde ist schon so, dass wenn Jenny nicht wäre, würde auf Spinner nicht viel passieren. Dann würdet ihr mich hier auf dem Sofa sitzen sehen. weil ich bin wirklich ein extrem Träger. Ja. Weil man muss mich, wie eben schon gesagt, man muss mich zu Dingen treten. Und Jenny ist halt eine, die einen vor die Türe bewegt. Ja. Quasi zu diesen ganzen Aktionen. Ich bin früher eigentlich nie groß rausgegangen oder so. Und von daher lasse ich Jenny da auch entscheiden, weil mir fällt sowieso nicht groß was ein. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt super Lust auf irgendwas habe oder so. Ich lasse mich da eher mittreiben. Und von daher lasse ich Jenny dann auch gerne was raussuchen. Aber ich finde, so an sich ergänzen wir uns in der Beziehung so zwischenmenschlich ganz gut, würde ich sagen. Obwohl wir so unterschiedlich sind. Oder vielleicht gerade, weil wir so unterschiedlich sind. Ja. Ja, das gut. Ja. Dann lassen wir das nämlich so und ich sehe gerade, das blinkt ganz stark auf. In wenigen Sekunden ist die Speicherkarte zu Ende und von daher schnell, geht es gleich weiter. Schnell alles rüberladen. Scheiße. Für euch ist es nur ein kurzer Moment, ja. Für uns ist es Arbeit. Das dauert jetzt ewig. Ich glaube, ich setze mir einen Kaffee schnell auf. Bis gleich. Ne, das macht Jenny, weil ich übertrage die Karte. Na gut, okay, von mir aus. Okay. Ich mache mir, glaube ich, auch einen, da können wir gemütlich Kaffee gleich trinken. Wir lassen den kurz Werbung einlaufen. Ihr werdet uns gleich mit Kaffee wiedersehen. Ja, gut. Ja, wir machen jetzt Werbung für Püppis. Nein. Ihr werdet jetzt Püppi-Werbung sehen. Püppis, so. Wir werden gerade richtig dunkel, sehe ich hier gerade. Oh, ja, weil hinter uns heller wird. Ja, also bis gleich. Okay.